wie ihr mit aktiv gemanagten Preisen den maximalen Ertrag aus eurer Ferienwohnung rausholt, das erfahrt ihr jetzt hier im Video. Ich bin Falk vom Fevo Butler. In diesem Video werde ich euch jetzt zunächst die Basics, Angebot, Nachfrage und Auslastung erklären und dann von diesen Punkten ausgehend euch im zweiten Teil des Videos konkrete Handlungsempfehlungen geben, wie wir unsere Preise aktiv managen und somit unser Revenue, unseren Ertrag maximieren. Okay, aber was sind aktiv gemanagte Preise? Aktiv bedeutet hier, dass ihr nicht jeden Tag den gleichen Preis fordert, sondern euch viel mehr an Angebot, Nachfrage und bei der Kurzzeitvermietung ganz wichtig, eurer Auslastung orientiert. Auf unserem Weg haben wir eine Menge Fehler gemacht und wir möchten, dass ihr von unseren Fehlern bei der Preisgestaltung lernt und nicht dieselben Fehler macht. Okay, fangen wir an mit der Nachfrage. Unter der Nachfrage im Kurzzeitvermietungsmarkt versteht man einfach alle Reisenden zu einem bestimmten Zeitpunkt, die in die Stadt wollen. Nehmen wir also als Beispiel Weihnachten. Alle Menschen, die an Weihnachten eine Unterkunft buchen in eurer Stadt, versteht man als die gesamte Nachfrage im Markt. Ihr als Hosts habt da relativ wenig Einfluss auf die Nachfrage. Mit der Zeit bekommt ihr ein Gefühl, welche Monate sind stark, welche Monate sind schwach und dann kristallisieren sich bei euch Saisons heraus. Ja, dass ihr eine Hauptsaison habt, eine Nebensaison. Das ergibt sich primär aus eurer Nachfrage. Kommen wir nun zum Angebot. Das Angebot sind alle verfügbaren Wohnungen in der Stadt zu genau diesem Zeitpunkt. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den ihr verstehen müsst. Angenommen, jemand sucht jetzt für morgen eine Wohnung. Und in der Stadt gibt es insgesamt 100 Ferienwohnungen. Dann werden nicht diese 100 Wohnungen verfügbar sein, weil natürlich die Leute schon gebucht haben. Also es ist nicht mehr das gesamte Angebot auf dem Markt. Normalerweise sind so 50-75% in den nächsten Tagen schon gebucht der Wohnungen. Was könnt ihr aber jetzt mit diesem Wissen anfangen? Nehmen wir mal Corona als Beispiel. Im ersten Corona-Lockdown ist was ganz Interessantes passiert. Im Städtetourismus fallen ungefähr ein Drittel der Reisenden auf die Touristen und zwei Drittel der Reisenden sind aber Arbeitsreisende. Das heißt, die Nachfrage, die ist gar nicht so krass eingebrochen in Corona. Was war jetzt das Problem? Von einem auf den anderen Zeitpunkt sind von unseren 100 Beispielwohnungen, von denen ja schon 50-75% gebucht waren, alle Wohnungen wieder auf den Markt gekommen, weil wir so viele Stornos hatten. Alle haben ihre Reisen irgendwie abgebrochen, Geschäftsmeetings wurden abgesagt. Das heißt, wo vorher eigentlich nur die Hälfte der Wohnungen angezeigt wurde, wurden auf einmal alle Wohnungen angezeigt und gleichzeitig war weniger Nachfrage da. Das bedeutet, wir haben ein größeres Angebot und weniger Nachfrage, was natürlich ein Problem ist. Und auf solche Schwankungen musst du als Host, der seine Preise aktiv managt, auf jeden Fall reagieren. Wenn du das nicht machst, dann lässt du Geld auf der Straße liegen. Das Angebot, das jetzt zur Verfügung steht an Wohnungen, führt uns direkt zur Auslastung. Unter der Auslastung schauen wir uns einfach alle gebuchten Tage von eurem Inserat an. Also angenommen, ihr habt 10 Tage im Monat schon verkauft, dann hättet ihr, wenn der Monat 30 Tage hat, eine Auslastung von 33%. Unsere Zielauslastung bei einer aktiv gemanagten Wohnung, bei aktiv gemanagten Preisen, liegt zwischen 90% und 100%. Wie wir das hinkriegen, zeigen wir euch jetzt gleich in den Tipps. Wenn wir jetzt wissen, wir haben eine bestimmte Nachfrage im Markt, die ist immer da, die ist sogar bei Corona da und wir haben ein bestimmtes Angebot im Markt, dann schauen wir uns doch unsere eigene Auslastung zuerst an. Angenommen, ihr habt einen komplett offenen Kalender. Jetzt wissen wir, was ist das Angebot, wir wissen, was ist die Nachfrage, wir wissen, wie setzt sich eure Auslastung zusammen. Doch welchen Preis setzt ihr es eigentlich? Welche Rabatte setzt ihr für welchen Zeitraum? Wie geht ihr mit diesen Zwischentagen um? Um das noch besser zu verstehen, schauen wir uns jetzt das klassische Angebots- und Nachfragekreuz an. Auf der Y-Achse ist euer Übernachtungspreis abgebildet.
während auf der X-Achse die zur Verfügung stehenden Wohnungen dargestellt sind. Dann habt ihr einmal einen Graphen, der geht von unten nach oben, das ist die Nachfrage, und einen Graphen, der kommt von oben und geht nach unten, euer Angebot. Wenn ihr Gast seid, seid ihr natürlich daran interessiert, möglichst wenig für die Übernachtung zu bezahlen. Ja, bei möglichst wenig Übernachtungspreis gibt es aber quasi kein Angebot. Denn eure Vermieter möchten natürlich einen möglichst hohen Übernachtungspreis haben. Und dazwischen habt ihr dann eine Differenz. Die Vermieter, die den hohen Übernachtungspreis fordern, finden hingegen kaum Leute, die bereit sind, diesen hohen Übernachtungspreis zu bezahlen. Es kommt also dann zur Buchung, wenn die Preisvorstellungen von euren Mietern und eure Preisvorstellungen übereintreffen. Die Wirtschaftswissenschaftler nennen das dann den Gleichgewichtspreis. Wenn euch das interessiert und wir da auch noch tiefer einsteigen wollen, dann machen wir einmal ein Video, wie wir Angebot und Nachfrage im Markt der Kurzzeitvermietung auf wirtschaftswissenschaftlicher Basis prüfen. Was zieht ihr aber jetzt für euch aus dem Angebots- und Nachfragekreuz? Ihr müsst für euch den kompetitiven Preis rausfinden. Also ihr müsst für euch rausfinden, welchen Preis sind Gäste bereit zu zahlen. Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie viel Angebot, wie viel Nachfrage gibt es gerade noch im Markt. Das hängt davon ab, wie sieht eure Auslastung aus. Kommen wir also jetzt zu den konkreten Tipps, die wir für euer aktives Pricing haben. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und ab an den Computer. So, ich sitze jetzt hier mit Kaffee am Computer und wir gehen zusammen mal direkt in unseren Channel Manager rein und schauen nach praktischen Beispielen, wie ihr euer Pricing aktiv gestalten könnt. So sieht unser Channel Manager aus. Hier sehen wir jetzt unsere Auslastung im Monat Oktober für drei unserer Standorte. Das hier ist einer, das ist einer und das ist einer. Die Namen haben wir natürlich rausgenommen aus Datenschutzgründen, aber so, dass ihr halt eine Übersicht bekommt, wie wir unser Pricing machen. Interessant wird's, wenn wir uns den Kalender in der Zukunft anschauen. Ihr seht hier bei uns, dass wir relativ offene Kalender haben mit noch ziemlich wenig Buchungen. Das ist aber von uns so gewollt und liegt hauptsächlich daran, dass wir lange offene Zeiträume überpreisen. Warum machen wir das? Wenn ihr einen langen Zeitraum habt, dann seid ihr für alle möglichen Buchungsanfragen sichtbar. Also für kurze Aufenthalte, wie auch für Wochenaufenthalte, wie auch für Monatsaufenthalte. Je sichtbarer ihr seid, desto höher werdet ihr in den Suchanfragen von den Plattformen angezeigt. Plattformen belohnen Sichtbarkeit, also Verfügbarkeit, immer mit einem Ranking Boost. Habt also keine Angst vor einem offenen Kalender, da ihr mit einem offenen Kalender die Chance auf lange Aufenthalte habt und lange Aufenthalte bei wenig Aufwand einen relativ hohen Ertrag liefern. Wir haben also, wenn wir uns jetzt hier diese Unterkunft rausnehmen, die Chance auf Monatsbuchungen und Wochenbuchungen, die wir favorisieren. Deswegen gehen wir nach unserer Preisstrategie so vor, dass wir erst ab einem Aufenthalt von 4 Tagen einen kompetitiven Preis erreichen. Wenn ihr zurück an die Grafik denkt, dann ist ab 4 Tagen bei uns erst der Gleichgewichtspreis erreicht. Davor sind wir viel, viel teurer als der Markt. Wir gehen also auf der Grafik, die ihr hier nochmal eingeblendet seht, auf dem Graph nach oben. Wenn dann jemand für einen kurzen Aufenthalt bucht, nehmen wir das gerne mit, weil der einen richtig guten Übernachtungspreis dann bezahlt. Was macht ihr bei so einer Unterkunft wie dieser hier zum Beispiel, wo ihr Zwischenzeiträume, Zwischenbuchungen habt? Das sind diese Lückentage hier, nennt man im Englischen auch Orphan Days, Waisentage. Das Problem an diesen Tagen ist, dass jetzt jemand, der zum Beispiel vom 15. bis zum 21. sucht, diese Unterkunft gar nicht mehr angezeigt bekommt. Durch diesen Nachteil in der Sichtbarkeit
habt ihr nur noch eine ganz spitze Zielgruppe, ihr wandert also weiter runter im Trichter und müsst eure mangelnde Sichtbarkeit wettmachen, dadurch, dass hier bei solchen Zeiträumen die Preise reduziert werden. Wir machen das so, dass wir bei Zeiträumen bis 3 Tage automatisch den Preis um 30% droppen. Und wir haben da auch keine Sorge, dass da irgendwie Rabatte sich überlagern, weil ja die Wochenrabatte erst ab 7 Übernachtungen gelten. Von daher keine Sorge. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema, nämlich den Mindestaufenthalten. Wir stellen das immer wieder fest, dass Gastgeber sagen, boah, ich will keine Tagesaufenthalte. Ich will auch keine 2-Tagesaufenthalte. Das ist mir und meinem Reinigungspersonal viel zu viel Aufwand. Und dann gehen viele her und setzen einen Mindestaufenthalt von 2 oder 3 Tagen. Ich sehe auch häufiger, dass ein Mindestaufenthalt von 5 Tagen gesetzt wird. Aber was passiert dadurch? Euer Inserat wird für alle Interessenten nicht mehr angezeigt, die weniger als 5 Tage buchen. Und das ist einfach ein großer, großer Teil. Das heißt nicht, dass ihr diese Buchungen abgreifen sollt. Ganz im Gegenteil. Ihr wollt natürlich die 5-Tages-, die 7-Tages-, die 2-Wochen-Buchungen. Die wollt ihr haben. Aber ihr müsst trotzdem für diese Leute angezeigt werden, um die maximale Sichtbarkeit im Markt zu haben und gut zu performen. Wie könnt ihr es also besser machen? Macht kurze Aufenthalte so teuer wie möglich und setzt euren Gleichgewichtspreis, euren kompetitiven Preis erst ab 4 oder 5 Tagen. Bei Airbnb braucht ihr dafür Regelsätze. Wir machen das, indem wir über unseren Channel Manager gehen, indem wir da einzelne Tage sagen, wie ist hier der Mindestaufenthalt, wie ist hier der Preis. Unser Channel Manager ist noch verknüpft mit einem dynamischen Pricing Tool, Price Labs. Das gibt es auch über Airbnb. Warum solltet ihr aber das Pricing Tool von Airbnb nicht nutzen? Ganz einfach. Erstmal, ihr habt da nur ganz eingeschränkte Möglichkeiten, das einzustellen, nämlich intelligente Preisanpassung an oder aus und dann zwischen einem Korridor. Ihr könnt sonst da wenig einstellen. Und zweitens, für wen setzt denn Airbnb die optimalen Preise? Für euch? Für Airbnb? Für die Gäste? Weiß man nicht. Deswegen schaltet das lieber nicht ein. Befolgt unsere Regeln vom aktiven Pricing. Die wichtigsten Regeln jetzt nochmal zusammengefasst. Weit offene Kalender sind gut für eure Sichtbarkeit. Ihr greift damit Monatsbuchungen und Wochenbuchungen ab. Wenn ihr Tage frei habt zwischen 2 Buchungen, dann müssen diese Tage rabattiert werden. Bis zu 30% ist 3 Tage. Keine Mindestaufenthalte. Wenn ihr Mindestaufenthalte setzt, dann nur aus einem bestimmten Grund. Zum Beispiel, weil an dem Wochenende eine Messe ist und jemand für die gesamte Dauer der Messe bleiben soll. Wenn ihr keine Mindestaufenthalte habt, dann müssen die einzelnen Tage richtig teuer sein und ihr müsst einen kompetitiven Preis bei eurem Sweet Point setzen, nämlich 4, 5, 6, 7 Tage Aufenthalt, je nachdem, was für euren Markt der Durchschnittsaufenthalt ist. Ich hoffe, bei den ganzen Tipps war jetzt was dabei, was ihr für euer Pricing umsetzen könnt. Probiert das aus und schreibt dann nochmal in die Kommentare, wie sich eure Buchungen verändern, ob ihr was für euch mitnehmen konntet. Ich bin Falk vom Fevo Butler. Für mehr guten Content rund um das Thema Kurzzeitvermietung abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und drückt die Glocke, damit ihr auch für jedes Video informiert werdet. Für jedes neue Video. Ciao!